Herzlich willkommen zu Polker Umwelt, dem YouTube-Channel zum Thema Photovoltaik. Heute erfahren Sie alles, was Sie zum Thema Anlagentypen von Photovoltaikanlagen wissen müssen. Und wie immer geschieht das kurz und komprimiert. Viel Spaß! Genau, bevor ich es vergesse, zu diesem Video wird es einen Blog-Eintrag geben auf der noch zu veröffentlichen Webseite www.polker-umwelt.de und dort können Sie das, was wir heute hier behandeln, in epischer Breite nochmal nachlesen. Genau, wir beschäftigen uns nämlich mit Freiflächenanlagen, mit Flachdachanlagen, mit Schrägdachanlagen, also dem Klassiker unter den Photovoltaikanlagen, aber auch mit etwas außergewöhnlichen Anlagen, wie beispielsweise der Fassadenanlage, von schwimmenden Anlagen und auch von Sonderformen. Darunter fallen beispielsweise PV-Anlagen auf Deponiekörpern oder Überdachungen von Parkplätzen oder so schattenspendende Photovoltaikanlagen. Genau, und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ins Thema ein, und zwar mit Freiflächenanlagen. Freiflächenanlagen sind fest montierte Anlagen auf unbebauten Flächen. Sie haben den Vorteil, dass der Winkel zur Sonne optimal ausgewählt werden kann. Sie sind im Vergleich zu anderen Energieformen, also vor allem im Vergleich zur Bioenergie, effizienter, weil sie die Fläche besser nutzen. Allerdings entziehen sie natürlich der Natur und der Landwirtschaft Fläche. Teilweise ist eine Sekundärnutzung, zum Beispiel in Form von Weidewirtschaft, möglich. Aber ja, also so effizient wie konventionelle Landwirtschaft ist das natürlich nicht. Und ja, es sei jetzt auch mal dahingestellt, ob das immer passiert. Ich habe noch nicht so viele Schafe auf solchen Freiflächenanlagen gesehen, aber vielleicht, weil ich auch immer zur falschen Zeit war. Und dabei belassen wir es jetzt auch einfach mal. Genau. Was interessant ist, ist, dass auf diesen Flächen sogenannte Nachführsysteme, auf Englisch auch Tracker genannt, zum Einsatz kommen. Und die können die Module in Richtung der Sonne bewegen. Super spannend. Durch diese Systeme kann bis zu 30% mehr Sonnenertrag rausgeholt werden. Und es gibt zwei Systeme, die sich durchgesetzt haben oder die überhaupt möglich sind. Das eine ist die astronomische Nachführung. Und zwar wird da das Modul in Richtung des rechnerischen Sonnenstandes ausgerichtet, auch wenn die Sonne momentan nicht scheint. Und dann gibt es noch die Ausrichtung durch Lichtsensoren. Das bedeutet, dass das Modul in die Richtung einer zum Beispiel aufgerissenen Fläche, also im Sinne von, es hat eine bestimmte Fläche aufgeklärt, an anderen Stellen ist es noch bewölkt und dann kann mit dem System das Modul in Richtung der Aufklärung eingestellt werden. Genau, grundsätzlich sind zwei Richtungen möglich. Zum einen ist die horizontale Ausrichtung möglich, also in Richtung der vier Himmelsrichtungen, also natürlich auch dazwischen. Das nennt sich Azimutwinkel und auch die Neigung, also der Höhenwinkel zur Sonne, kann eingestellt werden. Der nennt sich Elevationswinkel. Genau, und weil beide Winkel extrem wichtig sind und sie auch so ein bisschen PV-spezifisch angewandt werden, und manche Dinge sonst nicht so gut verstanden werden können, wenn man sich damit nicht auseinandergesetzt hat, gehen wir auf diese beiden Winkel jetzt nochmal im Speziellen ein. Wie bereits angedeutet, wird vor allem der Begriff Azimut in der Photovoltaiksprache anders verwendet als in der Astronomie. Hier bedeutet Azimut die Abweichung von einer idealen Südausrichtung. 0 Grad Süd entsprechen also einer perfekten Ausrichtung in Richtung Süden, während Pluswerte in Richtung Westen deuten und Minuswerte in Richtung Osten.
Die höchsten Erträge würde ein Modul erzeugen, auf das die Sonne in einem Winkel von 90 Grad, also orthogonal, fällt. In Deutschland ist dies aber nur annähernd zur Mittagszeit im Sommer möglich. Während des ganzen Jahres und auch im Tagesverlauf variiert der Sonnenstand erheblich. Aus diesem Grund gibt es keinen optimalen Winkel für fest installierte Anlagen. Es muss ein Kompromisswinkel gefunden werden, der die Erträge in der Jahressumme maximiert. In Deutschland liegt dieser Kompromisswinkel bei 30 bis 35 Grad Süd. Aber auch Abweichungen von dieser Neigung im Bereich 20 Grad plus minus reduzieren die Erträge nur um ca. 5%. Allerdings führen so flache Neigungen natürlich zu Nachteilen bei der Selbstreinigung. Die Nachführung von Systemen kann sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen bzw. beides kombinieren. Zweiachsige Systeme können bis zu 30% mehr Ertrag liefern. Allerdings führen diese Nachführsysteme natürlich zu erheblichen Kostensteigerungen bei den Installations-, Wartungs- und Betriebskosten. Deswegen sollten diese Systeme nur nach einer fundierten Kosten-Nutzen-Rechnung installiert werden. Bereits innerhalb Deutschlands gibt es große Unterschiede, was die optimale Ausrichtung und Neigung einer PV-Anlage betrifft. So liegt beispielsweise Garmisch-Partenkirchen auf dem 48. Breitengrad, während Flensburg schon auf dem 55. liegt. Die Unterschiede können beträchtlich sein. Daher lohnt sich eine standortgenaue Tabelle, die sagt, wie sich eine bestimmte Abweichung von der optimalen Neigung wie auswirkt. Die optimale Neigung kann oft nicht realisiert werden. Wir werden noch später darauf eingehen. Aber es kann sich durchaus lohnen, sich mit eben diesen Tabellen auseinanderzusetzen. Und das ist jetzt eine etwas ältere Tabelle. Sie stammt aus der zweiten Auflage des Lehrbuchs. Aber es gibt inzwischen noch neuere Tabellen, die aber leider online nicht verfügbar waren. Die sehen ein bisschen anders aus. Ich zeige das gleich mal in die Kamera. Man sieht schon, die sind optisch etwas ansprechender gestaltet. Der rote Bereich bedeutet eben, ist besonders gut für Photovoltaik geeignet und man kann eben auch rauslesen, was passiert, wenn man um eine gewisse Gradzahl von der optimalen Ausrichtung abweicht. Oft sind die Erträge dann gar nicht so unterschiedlich, aber es lohnt sich ja doch, genau darüber Bescheid zu wissen. Kommen wir nun zu Flachdachanlagen. Aufgrund von baurechtlichen Einschränkungen liegen Flachdachgebäude häufig in Gewerbegebieten. Praktischerweise herrscht dort genau zu den Sonnenstunden ein erhöhter Energieverbrauch. Andere Flachdachanlagen sind zum Beispiel Zweckgebäude wie Schulen oder Turnhallen. Außerdem gibt es natürlich auch Privatgebäude, die aus architektonischen Gründen mit einem Flachdach ausgestattet sind. Flachdächer verfügen vereinfacht gesagt über keine Schräge. Das stimmt auch nicht so ganz, denn zur Entwässerung werden Flachdächer normalerweise auch mit einer Neigung von ca. 5% versehen. Aber sagen wir mal vereinfacht gesprochen, es gibt keine Schräge. Somit können die Module optimal sowohl vom Azimut als auch von der Neigung ausgerichtet werden. Super, oder? Nicht ganz. Die Module tendieren durch die Aufständerung zur Eigenverschattung. Die Eigenverschattung hängt von der Tages- und Jahreszeit ab. Sie ist vor allem in den frühen Vormittagsstunden und in den späten Nachmittagsstunden stärker und auch in der Winterzeit. Außerdem hängt die Eigenverschattung vom Breitengrad ab. Vereinfacht gesagt, treffen Sonnenstrahlen im Norden Deutschlands flacher auf die Erde als im Süden Deutschlands. Im Norden spielt die Eigenverschattung also eine größere Rolle. Je steiler die Aufständerung, desto stärker ist die Eigenverschattung. Sie kann nur
durch Reihenabstände zwischen den Modulen vermieden werden. Allerdings geht dadurch natürlich wertvolle Modulfläche verloren. Es ist also ein Trade-off, wie so oft im Leben. Hier zwischen optimaler Aufständerung und geringerer Belegungsdichte auf der einen Seite und auf der anderen Seite zwischen einer semi-optimalen Aufständerung und einer dichten Belegungsfläche. In jedem Fall sollte die Entscheidung, wie eng die Module belegt werden und in welcher Neigung und Ausrichtung sie aufgeständert werden, fundiert getroffen werden und nicht aus einem, ich sage jetzt mal, Bauchgefühl heraus entschieden werden. Aufgeständerte Module bieten auf jeden Fall eine größere Windangriffsfläche. Diese muss natürlich in der Statik berücksichtigt werden. Außerdem müssen die Module verankert werden. Auch das Eigengewicht der Anlage ist in der Statik zu berücksichtigen. Falls eine Verankerung in der Dachhaut nicht möglich ist, können die Module auch entsprechend beschwert werden. Egal wie die Module befestigt werden, sowohl die Windangriffsfläche als auch das Eigengewicht der Anlage muss in der Statik berücksichtigt werden. Dies gilt umso mehr für ältere Flachdächer, die oft nur darauf ausgerichtet sind, das Eigengewicht sowie Sturm- und Schneelasten zu tragen. Eine bereits sehr außergewöhnliche Anlagenform sind die Fassadenanlagen, auch gebäudeintegrierte Photovoltaik genannt. Sie kommt eigentlich nur dann zum Einsatz, wenn schon alle anderen Energiepotenziale gehoben sind, also in hocheffizienten Gebäuden. Natürlich liegt der Stromertrag bei einer vertikal geneigten oder also ungeneigten Fläche unterhalb des Stromertrages von einer geneigten Fläche. Wie viel genau, schauen wir uns gleich an. Als Vergleich dient eine vollständig nach Süden ausgerichtete Modulfläche, also einem Azimutwinkel von Alpha gleich 0 Grad. Und wenn wir diese Fläche mit einer optimal geneigten Fläche von 35 Grad vergleichen, dann stellen wir fest, dass der Stromertrag nur etwa bei 70% liegt. Aber ja, 70% sind eigentlich auch gar nicht so schlecht, vor allem wenn man sonst Schwierigkeiten hat, noch andere Energiepotenziale zu schöpfen. Und deswegen sind diese Anlagenformen für ja, sehr ambitionierte Bauherren durchaus interessant. Eine ganz besondere Anlagenform sind die schwimmenden PV-Anlagen. Hierzu eignen sich vor allem Süßwasserseen mit einer geringen Strömung und Windlast. Aber auch andere Gewässer sind geeignet. Hier müssen jedoch entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Bei Salzwasser sind natürlich Maßnahmen gegen die Korrosion an den Modulen und der Unterkonstruktion zu treffen. Die Anlagen sind sogar potenziell geeignet, künstliche oder erheblich veränderte Gewässer aufzuwerten. Ich erkläre gleich warum. Was verstehe ich unter diesen Gewässern? Ich denke beispielsweise an Wasserreservoirs für die Beschneiung mit Hilfe von Schneekanonen oder an Löschwasserteiche. Aber auch Gewässer auf ehemaligen Tagebaustandorten sind geeignet. Warum werten diese Anlagen Gewässer auf? Durch den verminderten Lichteinfall verdunstet weniger Wasser. Außerdem steht weniger Licht für die Photosynthese zur Verfügung. Dadurch reduziert sich das Algenwachstum und die Sauerstoffzehrung. Natürlich sind diese Anlagen mit Mehrkosten bei der Installation verbunden. Laut Anlagenbetreibern stehen dem jedoch höhere Erträge durch die kühlende Wasseroberfläche gegenüber. Schauen wir uns zu guter Letzt noch ein paar Sonderformen an. Da wäre zum einen die Lichtdachkonstruktion. Durch sie entsteht ein angenehmer Halbschatten auf sonst unüberdachten Bereichen. Außerdem lässt sich die Größe der Solarzelle variieren. Unter der Konstruktion wird es dann heller oder dunkler, je nachdem und wie gewünscht.
Interessant sind auch Schallschutzwände und Dämme. Hier besteht ein großes Flächenpotenzial, vor allem in dicht besiedelten Gebieten. Leider kommt es vor allem bei öffentlichen Auftraggebern immer wieder zu Schwierigkeiten mit diesen Anlagen. Oft ist unklar, wer beispielsweise die dann erhöhte Schallschutzmaßnahme zahlt. Außerdem gibt es Schwierigkeiten bei der Verrechnung der Vergütung. Und die notwendige Zulassung liegt häufig nicht vor oder ist nur sehr schwer zu bekommen. Auch Parkplätze eignen sich hervorragend für Photovoltaikanlagen. Zum einen ist die Fläche bereits versiegelt, zum anderen verfügt sie über eine gute Infrastrukturanbindung. Außerdem spendet die Anlage Schatten und schützt vor Witterung. Die Kombination mit einer Ladestation drängt sich eigentlich auf. Und um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht so ganz, warum es nicht schon mehr Anlagen in dieser Form gibt. Und falls Ihnen Gründe bekannt sein sollten, warum dies so ist, dann lassen Sie es mich bitte in den Kommentaren wissen. Es interessiert mich nämlich brennend. Auch Deponien sind hervorragend für PV-Anlagen geeignet. Sie verfügen ebenfalls über eine bereits vorhandene Infrastruktur. Außerdem eignet sich der Deponiekörper hervorragend aufgrund seiner Topografie. Daher fördert der Gesetzgeber diese Anlagen auch dezidiert. Und natürlich ergeben sich vor allem bei der Überwachung Synergien. Andererseits ist darauf zu achten, dass bei der Verankerung der Anlagen keine Schäden am Oberflächenabdichtungssystem entstehen. Vielen Dank fürs Zuhören bis zum Schluss. Wow. Und falls Sie noch Fragen zum Thema Photovoltaik haben, dann lassen Sie es mich einfach in den Kommentaren wissen und vielleicht mache ich daraus ein Video. Alles klar, gut, tschüss!